Ich bin Malte, studiere hier an der Otto von Guericke Universität International Vocational Education im Master und bin seit Februar 2021 hier am Institut in der Abteilung Digitale Assistenzsysteme. Meine Aufgaben da sind sehr vielfältig. Also es geht von Planung von Veranstaltungen über Rechercheaufgaben zur Unterstützung bei wissenschaftlichen Projekten. Wir sind in verschiedene Projekte eingebunden. Ich war jetzt in meiner Laufzeit schon in mehreren kleineren Projekten dabei. Und dann ist immer so ein großes Projekt da, was mich begleitet, wo ich dann auch die meiste Zeit meiner Arbeit reinstecke. Es geht eben ja auch viel um die Evaluation von diesen Assistenzsystemen, die wir entwickeln. Was macht eben so ein gutes Assistenzsystem aus? Was macht es vielleicht weniger aus? Wie gut fühlt sich der Werker? Und wir nehmen auch ganz viel Arbeitsplatzanalysen vor. So wie jetzt in den kommenden Tagen darf ich wieder Interviews bei einem Unternehmen führen, bei einem Kunden von uns führen und dort den Arbeitsplatz analysieren der Leute. Und das, was ich dann herausfinde, gebe ich dann an unsere Kollegen weiter. Jetzt letztens zum Beispiel war auch die Mathematik-Olympiade der Schüler hier in Magdeburg, hier im Elbedom bei uns, im Trainingscenter, wo wir uns auch gerade befinden. Und dort durfte ich dann die Schüler rumführen. Das war auch eine coole Erfahrung für mich und das sind so die Aufgaben, die ich hier mache. Also es ist sehr vielfältig. Ich bin an diese Stelle hier gekommen, weil ich eine Bekannte oder eine gute Freundin von mir arbeitet auch hier am Institut und hat mir von den Aufgaben hier erzählt, von ihrer Arbeit und habe dann ans IFF eine Initiativbewerbung geschickt und konnte dann hier anfangen. Das hätte ich so nicht gedacht, dass es hier für mich mit meinem humanwissenschaftlichen Hintergrund auch eine Anstellung gibt. Die Rahmenbedingungen bei mir auf der Arbeit sind sehr flexibel, so wie meine Aufgaben das auch sind. Ich arbeite derzeit 15 Stunden die Woche, bin hauptsächlich im Homeoffice tätig, was bedeutet, dass ich mich oft per Videocall mit meinen Kollegen zusammensetze oder mit den anderen Hiwis abstimme. Ab und zu sind wir auch mal hier vor Ort und führen Projekte durch. Manche Vorbereitungstermine mit der Abteilung finden dann auch vor Ort statt. Sonst ist aber die Zeiteinteilung sehr flexibel von meinen 15 Stunden. Natürlich muss man sich oder muss ich mich an Termine halten, die vereinbart sind. Aber prinzipiell kann ich mir meine Zeit frei einteilen. Besonders gut an der Arbeit hier am Institut gefällt mir der enge Kontakt mit meiner Vorgesetzten, die für mich jederzeit erreichbar ist, mit der ich mich immer für eine kurze Absprache treffen kann, der ich so gut wie alle Fragen stellen kann oder ich stelle ihr alle Fragen, ich darf ihr alle Fragen stellen. Und wir dürfen auch sehr eigenständig arbeiten, wir dürfen selbstständig arbeiten und das macht mir sehr viel Spaß. Das ist genau das, was ich gesucht habe in einer neuen Anstellung. Und das baut genau auf den Kompetenzen auf, die ich schon in meinen vorherigen Anstellungen erwerben konnte. Und daher macht es mir viel Spaß hier. Die größte Herausforderung, der ich hier begegnet bin, als ich angefangen habe, war erstmal die Unternehmensstrukturen kennenzulernen und dann die Strukturen unserer kleinen Abteilung kennenzulernen, die Aufgabengebiete kennenzulernen, weil es doch Themen sind, die sehr technisch veranlagt sind, womit ich in der Vergangenheit eher weniger zu tun hatte. Daraus habe ich gelernt für mich, dass ich mich in solche Themen eben auch einarbeiten kann und auch meinen Platz für die Bearbeitung solcher Projekte eben habe als Humanwissenschaftler, was für mich sehr spannend war und mich auch irgendwo sehr freut, immer noch heute, dass ich hier am Institut unterstützen kann. Bewerbt euch hier im Institut, es ist ein cooler Arbeitgeber. Es ist ein Arbeitgeber, der euch viel Verantwortung in die Hand gibt, was viel Spaß macht, viel Eigeninitiative fordert, aber einfach coole Themen hat, interessante Themen und man immer an den neuesten Technologien mitarbeitet, immer schon weiß, was morgen kommt und es macht einfach Spaß, schon so einen Schritt voraus zu sein.